Die German Pokémon League geht ja bald mit der dritten Season an den Start und die Teilnehmer haben jetzt auch endlich ihre Teams veröffentlicht. Für die Leute, die nicht wissen, was die GPL ist, das Ganze ist ein Turnier, bei dem andere Pokémon nach einem Ligasystem über mehrere Monate hinweg gegeneinander antreten. Jeder hat sich vorher einen Pool aus 11 Pokémon zusammengestellt, aus denen er sich seine Teams für die Kämpfe zusammenstellen kann. Das Interessante an diesem Format ist, dass diese 11 Pokémon auch dem Gegner bekannt sind. Das heißt, dass das Teambuilding in der GPL einen wesentlich stärkeren Fokus erfährt, da man hier die Sets wortwörtlich maßschneidern kann, um besser gegen den Gegner ankommen zu können. Bevor die Kommentare überquellen mit Fragen, wieso ich denn nicht bei der dritten Season mitmache bzw. mit Tolls, die diese Frage relativ provokativ auf diversen Plattformen spammen, too long didn't read, es gibt sehr viele Gründe wieso und Zeitmangel ist höchstwahrscheinlich der wichtigste dabei. Ich bin zugegebenermaßen ziemlich ehrgeizig, was solche Formate angeht und ich habe in der letzten Season auf jeden Fall sehr viel Zeit da rein investiert, was Teambuilding angeht, gute Vorbereitung und so weiter und so fort und gerade aktuell kann ich nicht wirklich gut Fremdtermine in meinen Zeitplan zu integrieren, ganz besonders wenn man bedenkt, dass ich Super Funtime momentan so ein bisschen am Umdesign bin und überall die Qualität ein bisschen erhöhen will und deswegen GPL Season 3 leider ohne mich. Diesbezüglich gab es dazu auch schon ein Infovideo, aber das Thema heute gilt nicht mir, sondern den anderen Teilnehmern, denn ich will hier in diesem Video mal kurz durch die Teams der 14 Gladiatoren durchgehen, meine Meinung abgeben und vielleicht einen Favoriten benennen. Zunächst möchte ich aber noch einige Anregungen geben, was ich persönlich als sehr vorteilhaft im künstlichen GPL-Meta erachte. Season 3 implementierte ja das Draft-Pick-System. Jeder Teilnehmer sucht sich also Pokémon für seinen Pool aus und diese Pokémon sind dann nicht mehr für den Rest der Kontrahenten verfügbar. Das stellt sicher, dass die Teams sehr unterschiedlich sind, aber bufft sozusagen auch die Pokémon, die ohnehin schwer zu checken oder gar zu counter sind, wie zum Beispiel Mega-Schlappohr. Viele Switch-Ins gibt es dafür einfach nicht und wenn sowas wie Cresselia oder Lamus schon gepickt worden sind, vielleicht sogar taktisch vom selben Spieler, ja, dann heißt es ja schon fast GG für Mega Schlappohr. Ähnliche Beispiele gibt es viele, wobei man auch sagen muss, dass man den Ganzen ein wenig entgegenwirken kann mit den maßgeschneiderten Sets. In der letzten Season haben wir ja schon oft unkonventionelle Sachen gesehen, wie zum Beispiel ein gewaltschaltes Starmie, was einfach in der Situation super viel Sinn gemacht hat und damit hat einfach keiner gerechnet und Scarfmi, wie das Ding dann umbenannt worden ist, hat den Tag gerettet. Wenn ich den Teilnehmern einige Ratschläge geben dürfte, dann auf jeden Fall, dass schnelle Offensive Trumpf ist in so einem Format. Stall- und Bulky-Teams lassen sich wesentlich einfacher auskontern, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Mit Offensive kann man wesentlich variabler arbeiten bzw. mehr Konstanz in seine Kämpfe reinbringen, vor allen Dingen, wenn man auf eine große Bandbreite an Angriffen zurückgreifen kann. Mega Aerodactyl ist da ein hervorragendes Beispiel, weil es fast alles outspeeden und auf die Schwächen des Gegners eingehen kann. Der Gegner spielt viele Wassermons, zack, Donnerzahn. Psycho-Pokémon nerven euch, zack, Verfolgung. Das Ganze wird ja noch von der Krallenwucht, also von der Fähigkeit Krallenwucht geboostet. Insofern wird da der Schaden gar nicht mal so schlecht sein. Und das Schöne bei so schnellen Pokémon ist, dass man die EV-Splits bzw. auch das Wesen ziemlich gut variabel halten kann. Und meistens kann man sich auch erlauben, ein hartes Wesen zu spielen, wenn man vor allen Dingen weiß, was das schnellste Pokémon des Gegners ist. Und ja, deswegen kann man da auf jeden Fall auch den Schaden weiter maximieren. Ein Rotom Wash hingegen wird in 90% der Fälle immer dasselbe machen, was nicht heißt, dass es ein schlechtes Pokémon ist, aber man kann sich halt wesentlich besser darauf vorbereiten, weil die Variabilität einfach nicht so extrem ist und dadurch kann man es halt auch viel effektiver auscountern. Eine andere produktive Spielweise, die gut in der GPL meiner Meinung nach funktioniert, ist Setup, weil hier auch noch spezifische Counter gebraucht werden, um dem entgegenzuwirken und man weiß ja schon vorher, ob der Gegner diese Counter in seinem Team hat. Meine Kämpfe in der letzten Season waren ja auch sehr Setup-zentriert mit Pixie beispielsweise. Man konnte einfach mit dieser Taktik eine extrem gute Konsistenz erreichen. Man hat sich vorher einfach überlegt, alles klar, wenn ich Pixie reinhole und aufs Gedankengut gehe, wie kann der Gegner darauf reagieren? Beziehungsweise was könnte diese Taktik überhaupt aufhalten? Wenn der Gegner eine Antwort hat, dann schaut man einfach, welche Option man selbst dafür hat, um das Ganze noch zu retten. Und wenn er keine Antwort hat, ja, dann ist schon fast GG. Pixie ist natürlich nicht das einzige Pokémon, das diese Setup-Effektivität hat. Es gibt noch Fiaro, was sich sehr, sehr gut setupen kann und einfach das Spiel alleine gewinnt. Psytomega ist quasi Pixie mit einem leicht schlechteren Typus. Was gibt's noch? Mega Absol kann schnell den ganzen Kampf alleine gewinnen, wenn er zum richtigen Zeitpunkt den Schwertanz rausbekommt. Und wie gesagt, da gibt es noch sehr, sehr viele andere Optionen. Man muss einfach gucken, was man daraus macht. Mein letzter Tipp klingt vielleicht etwas seltsam, aber ist unter Umständen auch schon der wichtigste, nämlich vergisst niemals die Macht der Bären. Sowas wie Grazbeere, Borreliobeere oder Grindobeere werden die wenigsten im Kopf haben, wenn es ums Teambuilding geht, aber sowas kann einfach extrem gut ausgenutzt werden, wenn man weiß, dass der Gegner nur eine gute Antwort auf ein bestimmtes Pokémon hat. Ich habe ja nie meine GPL-Sets verraten, aber ich habe fast immer eine oder zwei von den schadensreduzierenden Bären gespielt.
Pixie war beispielsweise fast immer eine wichtige Win-Condition. Da viele Gegner Gengar als besten Check im Team hatten, habe ich die Beere gespielt, die Giftattacken schwächt und das Gengar dann einfach mit Psychoschock rausgenommen. Ich hatte lustigerweise oft Angst, dass irgendwann der Gegner das adaptiert und die Anti-Psycho-Beere auf dem Gengar draufpackt und dann das Pixie damit auskontert. Aber das ist zum Glück nie passiert und mit der Fee konnte ich dann einfach weiter schön Druck aufbauen. Also nochmal, die Tatsache, dass ihr wisst, welche offensiven Optionen der Gegner gegen euch hat, macht die Schaden zu reduzieren Bären einfach zu einem extrem wertvollen Item, vielleicht sogar das beste Item der GPL. Ich wüsste kein anderes Meta, wo diese Bären so viel Sinn machen wie hier. Insofern, vielleicht sehen wir sie in der dritten Season ein bisschen öfters als in der zweiten. Würde auf jeden Fall sehr, sehr spannende Kämpfe ergeben, weil einfach alles nochmal umgedreht wird. Also von der Kampfdynamik, ihr wisst schon, was ich meine, oder? So, um alles nochmal ein bisschen zusammenzufassen, nutzt schnelle, offensive und variable Mons. Die besten meiner Meinung nach in der GPL, die gerne alleine Matches gewinnen, sind beispielsweise Mega Aerodkühl, habe ich ja schon gesagt. Fiyaro ebenfalls ein unglaublich starkes Mon, das einfach eine ziemlich große Variabilität hat, obwohl der Movepool gar nicht mal so groß ist. Aber die Optionen, das Ding zu checken oder zu countern, sind halt sehr, sehr begrenzt. Und wie gesagt, es sind 14 Teilnehmer, es gibt irgendwie nur 2, 3, 4 Checks. Insofern werden einige Leute auf jeden Fall Probleme damit haben. Mega Schlappohr habe ich ja auch schon angemerkt. Super starkes Pokémon im Meta. Mega Metagross ebenfalls. Was gibt es noch, was mir einfallen könnte? Boreos T wäre extrem praktisch. Super schnell, super gute Coverage. Aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Dann das Thema Setup. In der GPL wisst ihr ja, was der Gegner alles in seinem Team hat und dann könnt ihr schon vorher euch überlegen, ob der Gegner überhaupt eine Option hat, euer Setup bzw. den Sweep hinterher in irgendeiner Form zu verhindern. Wenn ihr da eine Lücke seht, nutzt das einfach blind aus. Und die letzte Anregung war, Bären retten einfach euer Spiel. Funktioniert in der GPL hervorragend. Ich habe mich da, glaube ich, schon genug zugeäußert und ich merke gerade, ich habe schon 7 Minuten gelabert. Holy shit, ich wollte irgendwie nur 10 Minuten so ein bisschen auf die Teams eingehen, aber da sind wir ja schon fast. Bah! Ich hasse es. Das ist irgendwie immer das Problem, wenn ich so ein bisschen was Podcast-mäßiges mache, dass ich extrem viel Zeit verplapper, ohne dass da was Großartiges bei rumkommt für die Zukunft. Sollte ich mir vielleicht ein Skript vorher aufschreiben, dass ich ungefähr einschätzen kann, wie lange ich hier über ein Thema reden will. Aber nun gut, dann mache ich nur ein kurzes Overview über die ganzen Teams der 14 Teilnehmer, beziehungsweise sind ja die Pools, die Teams müssen da erst noch gebaut werden. Und ja, schauen wir mal, was die Leute so alles gepickt haben. Das Ganze findet auch in keiner bestimmten Reihenfolge statt. Ich habe mir einfach die Teams aus dem Video rausgesnackt und irgendwie abgespeichert. Deswegen, also erstes gucken wir uns das Team von Crinchilla an, vom lieben Kapitän. Ist ein sehr, sehr bulkiges Team, habe ich das Gefühl. Und obwohl er Blitzer und Chillerbell hat, doch ziemlich langsam. Das ist ungefähr das, was ich im ersten Teil des Videos gemeint habe, dass einfach schnelle, offensive Mons viel, viel mehr Konsistenz reinbringen. Sie werden auf jeden Fall Schaden drücken können, mindestens einmal, wenn es nicht auch schon ausreicht. Und das Team hier ist zwar ziemlich bulky, aber man kann trotzdem ziemlich gut auf Schwächen reagieren. Also zum Beispiel ein Glurak X nach einem Drachentanz wird einfach durch dieses Team durchbuttern können. Quinch hat zwar einige Prioritätsangriffe, die hier in diesem Matchup dann praktisch wären, aber trotzdem, Glurak X ist also auch nur ein Beispiel, was hier wirklich sehr, sehr gut greifen kann und vor allen Dingen hat das Ding ja auch eine ziemlich gute Coverage, auch gegen Azumarill kann es dann irgendwie noch den Donnerhieb mitnehmen, mit der Krallenwucht wird das dann auch geboostet, insofern ja, und sehe ich das richtig, dass er nur einen Tarnsteinleger hat, also einen potenziellen Tarnsteinleger in Form von Mammutl? Tarnsteine finde ich ebenfalls sehr, sehr wichtig in der GPL, also nicht nur in der GPL, sondern allgemein in Wildfire-Kämpfen sind Tarnsteine einfach Trumpf, weil sehr viele sehr gefährliche Pokémon tatsächlich eine Tarnsteinschwäche haben. Ich habe schon gesagt, Glurak wird erstmal 50% Schaden nehmen, Fiyaro ebenfalls und diese zwei Pokémon sind auch tatsächlich sehr, sehr gut gegen Crinch's Team. Insofern wären da mehr Tarnsteinleger vielleicht ein bisschen praktisch gewesen. Was mir in seinem Pool aber ziemlich gut gefällt, ist der Core aus den Oyo-Pokémon. Man hat Fee, man hat Drache und man hat Stahl, was sich halt sehr, sehr gut ergänzt. Was ein bisschen nervig ist tatsächlich, dass Sherox die vierfache Feuerschwäche hat und ich sehe auch nicht so viel, was gut Feuerangriffe abfangen kann, außer vielleicht das Viscogon, aber naja, da wäre vielleicht irgendwas besser gewesen, was Feuerfänger hat. Also Skelabra hätte sich vielleicht angeboten. Was mir ebenfalls sehr, sehr gut gefällt, ist der Mammutl-Pick. Mammutl, einfach unglaublich gutes Pokémon. Im Yu-Yu-Meter super stark und im GPA-Meter, glaube ich, noch stärker, weil es einfach ein sehr, sehr gutes, offensives Typing hat und vor allen Dingen auch eine ziemlich große Variabilität an Sets hat. Man kann es als Suicide Lead spielen mit dem Focus Code und Endeavor. Man kann es offensiv spielen mit dem Walband oder Walschal. Wie gesagt, sehr, sehr gute Angriffe. Rundum ein sehr solider Pick. Im Nu kann ich nicht ganz so viel sagen. Was ich, glaube ich, gut finde bei diesen ganzen Draft-Pick-Sachen ist, dass man seine defensiven Optionen so ein bisschen ins Nu oder Ru-Tier verschiebt, weil die Pokémon dort einfach zu wenig Offensive haben, um guten Damage zu machen. Aber es gibt tatsächlich einige, die vom Typing her, beziehungsweise auch von den Verteidigungsfähigkeiten, gar nicht mal so schlecht dastehen. Also sowas wie Morlow zum Beispiel, unglaublich praktisches Pokémon. Und Smogmog gefällt mir ebenfalls sehr, sehr gut, wird einiges aushalten können, kann die Verbrennung so ein bisschen verteilen und vor allen Dingen hilft gegen Setup durch den Klick.
Claire Smog. Also wie gesagt, das gefällt mir sehr, sehr gut. Calamanero kann ebenfalls ziemlich wertvoll werden, wenn man die Gelegenheit für ein Setup bekommt. Insofern eine weitere Win-Condition, die gar nicht mal so schlecht ist. Und wenn die Leute das irgendwie schlecht einschätzen, dann kann es auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich werden. Also alles in einem ein solides Team. Vielleicht ein bisschen zu langsam, um ein bisschen zu wenig Optionen Tarnschein zu legen. Ich sag gerade, der hat auch so gut wie keinen Defogger oder Spinner. Nur Sherox mit Auflockern? Oder übersehe ich jetzt irgendwas? Nee. Kann Kyurem irgendwie Auflockern bewerten? Ich glaube nicht. Krass, okay, also Hazards werden die Gegner hier auf jeden Fall ziemlich gut helfen können. Aber wie gesagt, wir gucken einfach mal, wie er sich mit diesem Team anstellen wird, denn es kommt ja auf das Gameplay am Ende des Tages an. So, hören wir uns mal, wir gucken uns das nächste Team an von den Glorious Emperors vom lieben Reggie Bang. Und das Team finde ich eigentlich ziemlich angenehm. Es hat Pixie mit, das heißt, es hat schon gewonnen quasi. Ich finde Pixie ist einfach super wertvoll in der GPA. Wie gesagt, super gute Option, Setup zu fahren und dann gewinnt das Ding einfach. Und für den Fall, dass der Gegner einen Gänge hat, dann einfach die Grasbeere drauf spielen, dann ist das Match ohnehin schon gewonnen. Aber auch der Rest ist ziemlich angenehm und supportet das Ganze, denn mit Bibo und Flammirex hat er zwei extrem effektive Wallbreaker, mit Pixie und Gyarados hat er zwei extrem gute Setup. Und mit Knackrack und Despota kann er ziemlich sicher die Tarnscheine rausbringen. Beide drücken auch noch ziemlich guten Schaden. Und Despota kann vor allen Dingen auch sowas wie Gengar rausnehmen, wenn man nicht die Grasbeere auf Pixie spielen will. Auch wenn ich nicht verstehen kann, wieso man das nicht machen sollte. Also wie gesagt, da ist Despota ziemlich gut. Kann halt Pursuit trappen, Verfolgung, Spam und so weiter und so fort. Ich muss aber sagen, dass ich Despota nicht ganz so gut nachvollziehen kann, weil es einfach den Rest des Teams nicht wirklich so gut supportet, wie ich das hier gerade einsehen kann. Also Cesurio hätte sich zum Beispiel angeboten. Da hat man nochmal einen weiteren offensiven Threat, der auch ein gutes Setup fahren kann und zur Not kann das Ding, glaube ich, auch Tarnsteine raus und man kann auch damit die Verfolgung spammen. Insofern hätte man da, glaube ich, viel mehr gewonnen, denn vom Sandsturm profitiert das Team jetzt nicht extrem, also hat auch keine großen Nachteile, weil weder das Knackhack noch das Pixie noch das Empoleon zum Beispiel werden davon getroffen, aber wie gesagt, Despota nicht das absolute Optimum, ist aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Mon. Hat er vielleicht auch mitgenommen, weil er, eigentlich hat er gar keine Probleme gegen Despota. Gegen Despota kann er halt Pixie reinholen und alles ist gut. So, dann, was mir ebenfalls sehr, sehr gut gefällt, ist Huzassa war so ein bisschen der Hidden Gem in meinem Team in der letzten Season. Ein extrem gutes Typing, gute defensiven Werte, man kann es halt gut anpassen an das jeweilige gegnerische Team und hat die Pilzspore-Moveset, was halt dieses ganze Setup-Gedöns ein bisschen unterstützt, weil man so einen safen Switch-Out garantiert und für den Fall, dass der Gegner noch ein paar Runden weiterschläft, dann kann man schon das ein oder andere Gedankengut aufsetzen oder Drachentanz, je nachdem, was man will. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Synergie im gesamten Team. Die Enyo-Picks finde ich ebenfalls sehr schön, aber ich weiß nicht, ob sie oft irgendwie einen Spotlight bekommen würden, weil der Rest einfach sehr, sehr gut miteinander funktioniert. Also ich wüsste nicht, wann man lieber eine Rosanna als irgendwas anderes mitnehmen sollte. Ist zwar auch sehr, sehr praktisch, weil es extrem schnell ist und könnte auch den Gegner einschläfern, aber mit einer Chance von 75% ist das nicht wirklich zuverlässig und man riskiert einfach, dass man Rosanna relativ früh verliert. Insofern würde ich, glaube ich, nie mitnehmen wollen. Lepomentas hingegen finde ich sehr, sehr angenehm. Ein weiterer Spinner bzw. Hazards Control in seinem Team teilt sich die Aufgabe so ein bisschen mit Empoleon. Beide können Tarnstein rausholen bzw. Tarnstein entfernen, wenn der Gegner schneller war als man selbst, aber Empoleon finde ich da wesentlich effektiver, kann Siedewasser spammen. Siedewasser, der beste Move im ganzen Spiel. Man kriegt Schaden drauf und vielleicht sogar noch die Verbrennung, was einen das Match auch noch gewinnen könnte. Insofern, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass Lipomentas ab und an mitgepickt werden kann. Rotom finde ich okay, da sonst der Rest des Teams so eine leichte Bodenschwäche hat, beziehungsweise nicht Bodenschwäche, aber es gibt wenig Switch-ins in starke Bodenattacken und Rotom hilft da so ein bisschen. Ist für sich dazu auch noch ein Spinblocker, kann ja auch ganz praktisch sein. Das Einzige, was mir noch beim gesamten Team auffällt, ist, dass er vielleicht eine gewisse Problematik gegen ein Stahlbohr haben könnte mit dem Sandscharrer als Fähigkeit. Vor allen Dingen, er holt ja selbst noch den Sand raus. Das heißt, Timo hat sich, glaube ich, das Stahlbohr gesichert, wird es da ziemlich komfortabel haben. Wobei ich, glaube ich, gar nicht weiß, ob er den Sandscharrer mitnehmen sollte oder vielleicht doch den Maulbreaker. Wie heißt Maulbreaker nur auf Deutsch? Die Überbrückung, weil man dann auch noch das Rotom und das Lepomentas treffen kann. Also, ich sag mal abschließend, dass ich das Team sehr, sehr gut finde, hat sehr solide Win-Conditions und ja, allgemein ein sehr gut durchdachtes Team. So, kommen wir nun zu den Persian Carpets vom Mutterficker persönlich. Ein Team, das mir komplett gefällt. Also da finde ich keinen Pick irgendwie vergeudet. Das Einzige, was ich hier wirklich bemängeln muss, ist, wo ist das Snobilikat? Wenn man das schon als Logo benutzt, dann muss man das auch picken. Das haben die anderen zwei auch schon gemacht, aber naja, was soll's. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Oyo-Picks, super solide Demeteros, eins der besten Oyo-Pokémon, meiner Meinung nach. Super vielseitig von den Sets her. Man kann es defensiv spielen, man kann es komplett offensiv spielen. Bringt einfach in jedem Spiel was. Hat den mit
Drua als Fähigkeit eine der besten Fähigkeiten, meiner Meinung nach, weil man einfach nur ein Pokémon reinwechseln muss und man kriegt schon quasi einen Benefit raus. Hat zwar natürlich die vierfache Eisschwäche, aber die Vorteile negieren das quasi. Das ist quasi ein großer Nachteil, den das Ding hat, aber unendlich viele Vorteile. Insofern ein sehr solider Pick. Gengar gefällt mir ebenfalls sehr, sehr gut. Ist schnell, ist offensiv und vor allen Dingen von den Sets her, von den möglichen Sets her, doch ziemlich variabel. Man kann es mit Delegado spielen und dann mit der Börde und Örlich alles irgendwie zusammenknüllen. Dann gibt es noch, wie ist das, Able auf Deutsch? Das ist auch ein Move, den ich immer vergesse, dass Gengar das lernt, aber damit kann man auch so ein bisschen rumtricksen. Und ich glaube, gerade in der GPL kann man sich da schon ein paar Vorteile erhaschen. Man hat einen sehr, sehr guten Gift-Step, was ziemlich praktisch ist gegen die ganzen Feen, die im Meta rumschwören, gerade gegen Pixel. Und ich call's hier lieber Parsifal, denk daran, die Anti-Psycho-Beere auf Gengar zu spielen, wenn du gegen Regi spielst und gegen sein Pixie. Ich call's, einer von beiden wird durch die Beere gewinnen. Derjenige, der dieses Video guckt, ich weiß gar nicht, ob beide meine Sachen gucken oder keiner davon. Wir werden es einfach gucken, wie sich das entwickelt. Und das letzte Oreo-Pokémon, Mega Glurak Y. Ultra gut. Ich finde X zwar besser, aber das wurde, glaube ich, schon vorher gepickt. Insofern, Y ist genauso gut. Es ist einfach eine gewisse andere Rolle der Wallbreaker schlechthin. Das kommt rein, holt die Sonne raus, drückt den Feuersturm und irgendwas wird gerüstet. Da gibt es keine Resistenzen. Selbst vierfache Resistenzen würden da immer noch ziemlich guten Schaden bekommen. Und die Sachen, die Feuerfänge haben, also sowas wie Heatran, das wird einfach vom Fokusstoß getroffen. Insofern, drei extrem gute und sehr schnelle Pokémon im Oyo-Slot ist eben die Taktik, die ich favorisieren werde. Und im Yu-Yu geht's direkt weiter mit sehr soliden Picks, mit Elisard, mit Sabayone und Lucario. Wenn Sabayone irgendwo die Gelegenheit bekommt, das Setup zu fahren mit der Bauchtrommel, dann ist einfach gewonnen. Das Ding kann einfach so viel im GPL-Meta reißen, weil man sich extrem gut vorbereiten kann. Man kann einfach vorher scannen. Kann ich gegen das gegnerische Team mit Sabayone gewinnen? Wenn ja, nimmt man es mit. Wenn nicht, lässt man es raus. Lucario funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, finde ich ebenfalls sehr solide und man kann es vor allen Dingen auch wieder vielseitig spielen. Entweder spezialoffensiv oder physisch offensiv. Eine Seite ist zwar ein bisschen besser, aber egal. Ich probiere mich gerade so ein bisschen zu beeilen. Ich könnte quasi über jedes Pokémon hier super lange erzählen, aber es sind noch so viele Teams, die ich hier analysieren will. Und so viel Zeit habe ich ja nicht. Ich wollte, wie gesagt, nur 10 Minuten reden, aber es funktioniert einfach gar nicht. Insofern probiere ich mich gerade ein bisschen zu beeilen. Diktri ist in dem Team sozusagen die Joker-Karte. Irgendwas stört dich im gegnerischen Team. Du nimmst Diktri mit und nimmst es einfach raus. Funktioniert zwar nicht gegen alle Pokémon, aber gegen sehr, sehr viele offensichtliche Probleme. Heatran nervt, ist tot. Kyurem nervt, ist ebenfalls tot. Heatran wäre jetzt kein großes Problem, weil man Demeteros hat, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich sehe gerade, dass Mega Metagross hier noch ein bisschen problematisch sein könnte für Sabayone und da ist Diktri ebenfalls sehr, sehr gut. Insofern, wie gesagt, sehr, sehr gute Synergie, die die Sweeping-Möglichkeiten der anderen Pokémon ziemlich gut unterstützt. Morlott finde ich in dieser Komposition ebenfalls hervorragend, weil das Team so ein bisschen Probleme gegen Mega Glurak X haben könnte und Morlott ist einfach die beste Option, die man so haben kann. Mit der Unkenntnis kann man das Drachentänzeln so ein bisschen verhindern und man wird auf jeden Fall genug tanken können, um da zusammen mit den Toxinen den Drachen runterzubekommen. Skuntang, Tengulist, zwei super solide Pokémon. Tengulist synergiert sogar mit der Sonne, die das Glurak rausholen kann. Schnell mal auch zum Sweeper werden, ansonsten ein sehr solider Defogger, den das Team auf jeden Fall braucht. Skuntang ebenfalls. Und man sieht, dass hier kein einziger Slot beim Draften irgendwie verschwendet wurde. Bei den anderen habe ich ja gesagt, ja, hier ist ein Pokémon, das sehe ich nicht wirklich, dass man es irgendwie mitnehmen könnte. Vielleicht im Einzelfall, aber hier passt alles wirklich sehr, sehr gut zueinander. Und man sieht einfach, dass sich Parsifal hier Gedanken gemacht hat und es funktioniert einfach auf den ersten Blick sehr, sehr gut. Und ich glaube, mit diesem Team wird er ziemlich gute Chance haben, in der GPL gut dazustehen. Als nächstes das Team von Little Leos. Das erste Manko sehe ich direkt, kein Little Leo in diesem Team. Was soll das? Ein Pyro-Leo. Das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Beim letzten Mal hat es ja auch funktioniert irgendwie. Aber okay, schauen wir uns mal das Team an. Ich muss sagen, beim ersten Blick war das so ein bisschen eine Achterbahn der Gefühle. Erst ich, Mega Glurak X, super gut, kann alleine das ganze Match gewinnen, wenn man zum Setup kommt. Wie gesagt, da gibt es super wenig Checks, super wenig Antworten. Und danach kann man halt vorher so ein bisschen scouten und dann einfach mit Glurak gewinnen. Dann kommt Felinara, finde ich, ja, kann man machen, aber es gibt wesentlich bessere Picks, die man an dieser Stelle hätte nehmen können. Es ist nicht schlecht, aber ich glaube, wie gesagt, viel wird es nicht für das Team machen können, während das Kapilz, das danach kommt, ich wieder sehr, sehr gut finde. Kann mit der Spore jemanden einschläfern und von dort aus kann man gucken, was man macht. Das unterstützt so ein bisschen das Setup-Prinzip von Mega Glurak X, beziehungsweise es kann sich ja auch selber setupen. Wenn es noch den Fokus-Code trägt, dann kriegt es garantiert einmal den Schwertanz raus und dann mit Techniker wird auch der Tempo-Hieb super viel Schaden machen können. Insofern eine sehr, sehr angenehme Win-Condition. Danach kommt Kalimani, finde ich ebenfalls sehr, sehr gut. Macht
unglaublich guten Schaden. Und wenn das Ding zum Setup kommt, ist es ebenfalls sehr, sehr gefährlich. Also wir haben 3 Setup-Pokémon, die das Match alleine für sich gewinnen können. Insofern finde ich das schon ganz okay. Dornphan ist wieder so ein Pick, wo ich nicht weiß, ob es irgendwie sich gelohnt hat, das mitzunehmen. Es ist an und für sich nicht schlecht und vor allen Dingen hat er ein bisschen Hazards Control, was dem Glurak oder Focus Gurt Usern zugute kommt. Und die offensiven Fähigkeiten von Dornphan kann man gar nicht so unterschätzen. Das habe ich beim Kuchenjäger in der letzten Season gelernt, dass ein gewahlbandes Dornphan schon ziemlich gefährlich werden kann, aber es ist halt super langsam und man kann es halt outplayen ohne Ende. Insofern, wie gesagt, ich finde es okay, aber ich glaube, da hätte man auch ein bisschen was Besseres nehmen können. Das Psyan hingegen finde ich wieder ganz angenehm, hat mit dem Magieschild eine extrem gute Fähigkeit, um Hazard so ein bisschen passiv zu kontrollieren, wenn man sich den Switch in den traut. Habe ich gerade Magieschild gesagt? Ich meine Magiespiegel, damit kann man Hazards direkt zurückwerfen, wenn der Gegner denn darauf geht, beziehungsweise Status Moves allgemein. Insofern ist es ganz praktisch, Hazards zerstören einfach das Team so ein bisschen. Glurak wird direkt hart getroffen, 50% Schaden ist schon ein bisschen brutal und Kapilz spielt man auch, wie gesagt, sehr, sehr gerne mit dem Fokusgurt. Insofern, ja, Hazards muss der liebe Kaffee hier unter Kontrolle bekommen, sonst wird schnell ein Aus. Und jetzt kommen die Pokémon, die ich nicht ganz so gut nachvollziehen kann, beziehungsweise Ditto. Ditto finde ich sehr, sehr interessant, gerade in einem Meta, ich habe es ja schon gesagt, Offensive ist sehr, sehr effektiv und Setup ist sehr, sehr effektiv. Und Ditto ist also ein bisschen die Joker-Karte mal wieder. Man wechselt es raus, wenn der Gegner ein Setup gefahren ist und dann nutzt man das einfach mit. Und wenn man den Walscher hat, ist man dann höchstwahrscheinlich schneller als der Gegner. Es kann funktionieren, muss nicht, aber man kann es halt vorher ein bisschen scouten, wann es gut wäre und wann nicht. Insofern finde ich das interessant. Und die anderen Pokémon, ich weiß nicht, also Farbigel, was will es hier großartig machen? Es kann Hazards rauslegen, vielleicht, wenn es die Gelegenheit hat, es bekommt, beziehungsweise mit Focus Gurt kriegt er es auf jeden Fall die Gelegenheit, aber Focus Gurt finde ich auf Kapilz wesentlich wertvoll. Insofern Farbigel, weiß ich nicht, ob es viel machen wird. Golbat ebenfalls nicht. Ich weiß nicht, in was es rein switchen soll, beziehungsweise auf welche Moves es gehen kann. Es bringt nur ein bisschen Hazard Control mit dem Auflockern, mit Superzahn könnte praktisch sein gegen einige Walls, aber insofern weiß ich nicht, bin ich nicht ganz so happy mit. Pyroleo und Lectoball sind zwar schnell unterwegs, aber ich glaube, viel wird es dem Team nicht bringen. Gerade man hat mit Glurak und mit Kanimani und mit den Kapilz schon genug offensive Threats. Insofern hätte man da vielleicht ein bisschen was Unterstützendes für diese 3 Pokémon mitnehmen können. Bin ich nicht auch so zufrieden. Wie gesagt, die Hälfte finde ich sehr, sehr gut, die andere Hälfte finde ich nicht ganz so gut, aber es ist auf jeden Fall Potenzial drin. Wie gesagt, 3 Setup-Sweeper und wenn da irgendwie ein Gegner nicht gerade aufpasst, dann könnte das schon das Ende bedeuten. Als nächstes kommt Melting Mamoswines dran, das Team von Daumenkino. Und hier war ich erst total schockiert. Ich dachte, ich habe irgendwelche Sachen auf Smogon verpasst, denn er hat mit ein Quajutsu. Zum Glück nicht mit der versteckten Fähigkeit, sondern mit Sturzbach. Ich glaube, es sind Starter, alle Starter haben irgendwie Sturzbach, also alle Wasserstarter jedenfalls. Insofern, ja, Quajutsu ohne versteckte Fähigkeit, kann es was reißen? Im Grunde ist es nur schnell. Es lernt zwar viele verschiedene Moves, aber ich weiß nicht, ob die Offensive ausreicht, um wirklich großartig was damit zu machen. Insofern, ich bin gespannt, was er damit machen wird, aber spontan würde ich sagen, das ist ein bisschen ein verschwendeter Audio-Slot. Hat auf jeden Fall sehr viel Style und ich hoffe, es wird ein bisschen was reißen können, aber momentan bin ich da so ein bisschen skeptisch. Er hat Mega Zubiris mit als Mega-Pokémon. Ich habe ja gesagt, dass Stall, ich weiß nicht, ob es gut funktioniert in diesem Meta. Natürlich muss man Mega Zubiris nicht komplett stallig spielen. Man kann es halt mit ein bisschen Setup machen. Aber wie gesagt, die Optionen, die das Ding hat, sind relativ begrenzt. Und wenn der Gegner sich darauf einstellt, wird es auch schnell gecountert haben. Insofern weiß ich nicht, ob das so ein wertvoller Pick ist. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Pivot. Man kann es halt fast immer in alles reinzwischen. Man kann so ein bisschen rumscouten, was der Gegner macht. Aber wie gesagt, da hätte man im OU-Slot, glaube ich, ein bisschen was Besseres picken können. Und ich weiß auch nicht, was das generelle Thema seines Pools ist. Also man sieht halt Sachen, die sind ganz gut an sich, aber irgendwie finde ich da keine riesengroße Synergie. Er hat relativ viel, was Hazards Control angeht, also zu Mega Zubiris mit Magieschild, der hat Fostelka mit Turbodreher und ich glaube auch, dass Flygon, wieso fällt mir der deutsche Name nicht ein? Von Flygon, den hatte ich schon so oft im Kopf. Libeldra heißt es, kann auflockern und ich glaube, kann Voluminas irgendwie Turbodreher? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall wird er keine Probleme mit Hazards haben, glaube ich, allein, dass er Mega Zumbiris hat. Aber was mir auf jeden Fall einfällt, ist, dass er keine guten Antworten auf Hyper-Offense-Teams hat. Also Sachen, die einfach super viel Schaden drücken. Ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, Sachen, die Schaden drücken und schnell sind, werden hier zum Beispiel durch dieses Team auch relativ einfach durchkommen, weil der hat zwar einige defensive Mons mit, wie zum Beispiel das Milotic, das Mega Zumbiris, aber sie werden einfach nicht alle
alles tanken können. Wenn der Gegner stark genug ist, wird er da auch ziemlich viel reinhauen können. Und im Gegensatz dazu machen diese Pokémon nicht viel Schaden. Das heißt, da muss ich Daumenkino auf jeden Fall ein bisschen besser vorbereiten, was die Sets angeht, dass man da nicht komplett aufgeschmissen ist. Setup ist hier ebenfalls eine sehr, sehr profitable Taktik, habe ich das Gefühl. Was ich auch tatsächlich sehr, sehr gut finde, sind die Aryu-Picks, also das Libeldra. Ist ein sehr, sehr gutes Pokémon, man kann es halt vielseitig spielen. Die Coverage ist ziemlich angenehm, insofern wird das auf jeden Fall was reißen können. Und Grand Bull, ich habe letztens ein paar Aryu-Matches auf Smogon gespielt und da fand ich Grand Bull einfach sehr, sehr angenehm. Also Intimidate, eine der besten Fähigkeiten, meiner Meinung nach immer noch, kann als Cleric gespielt werden, kann offensiv gespielt werden. Also wie gesagt, Aryus hier gut gewählt, meiner Meinung nach. Ich frage mich, wieso es nur 2 Aryu-Plätze gibt, während es von allen anderen 3 gibt. Finde ich seltsam, aber wird schon irgendeinen mathematischen Hintergrund haben. Und ja, Endfazit, ich bin super gespannt, was Daumenkino mit diesem Team alles rausholen wird. Gerade Quajutsu, da bin ich echt neugierig, was er da alles rauskitzeln wird. Aber ich glaube, man hätte an einigen Stellen ein paar andere Pokémon wählen können und dann wäre das Team wesentlich ausgeglichener gewesen. Aber ich lasse mich gerne überraschen, mal gucken. So, als nächstes kommt das GPL-Team mit dem wahrscheinlich besten Teamnamen überhaupt. Da kommt keiner ran und wird auch niemals jemand rankommen. Die Kreboknackis von Pokebarts, die finde ich sehr, sehr gut. Aber mal wieder das erste große Mango, kein Krebotak im Team. Ich bitte dich, wenn du schon den besten Namen hast, mit dem besten Pokémon im Yu-Yu, dann auch bitte picken, aber okay. Dieses eine Mal verzeih ich das noch, aber auch nur, weil alle Picks in diesem Team einfach grundsolide sind. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Shirox hat er wahrscheinlich mitgenommen, weil es sein Signature-Pokémon ist. Da hätte man vielleicht was anderes nehmen können, aber ich bin jetzt kein Feind von Shirox. Wird auf jeden Fall sehr, sehr viel machen können, aber was mir halt gefällt, ist, dass das Team unglaublich offensiv ist und einfach einige Setup-Sweeper hat, die einfach die besten im ganzen Spiel sind, wie zum Beispiel Manaphy. Manaphy gewinnt alle. Einmal Schweifglanz raushauen und keine Ahnung, schon gewonnen. Ist zwar absolut kein Autopilot, also man kann nicht immer auf Schweifglanz gehen und hoffen, dass man schon alles gerissen hat, aber wenn man es klug spielt, dann kann man einfach gegen Manaphy so wenig machen. Insofern ein super, super, super guter Pick an dieser Stelle. Manaphy bin ich einfach riesen Fan von. Togekiss. Ich weiß nicht genau, was es für das Team machen soll, aber im allerschlechtesten Falle gibt man dem Ding einfach einen Walscher und flincht den Gegner zu Tode mit Air Slash bzw. mit einem Luftschnitt, denn mit der Fähigkeit Edelmut werden die Wahrscheinlichkeiten für solche Sachen verdoppelt und wenn man vorher noch den Gegner irgendwie paralysiert bekommen hat, keine Ahnung, dann ist es im Grunde schon tot, außer es hat die Todesresistenz gegen Flugattacken und einem gehen dann die PP aus, aber wie gesagt, ich find's okay, vor allem kann man es auch wieder vielseitig spielen, man kann es ein bisschen als Cleric spielen, man kann es ganz gut offensiv spielen, wie gesagt, ist okay, ist nicht das Beste, aber funktioniert auf jeden Fall in der Komposition ganz gut und er hat Mega Aerodactyl mit. Ich habe ja schon gesagt, Mega Aerodactyl super, super wertvoll in der GPL, hat einfach die Coverage of Doom, wird immer sehr, sehr guten Schaden drücken können, kann ein Setup fahren, ist extrem schnell, also im Grunde alles nur positive Faktoren und ich bin absolut davon überzeugt, dass diese 4 Pokémon, die wir gerade besprochen haben, Barzi schon super viele Siege bescheren wird und der Rest ist ebenfalls gut, was sage ich da? Also Nidoqueen finde ich persönlich stärker als Nidoking zum Beispiel, weil es einfach mehr Bulk hat und es wird immer Schaden drücken, auch wenn es defensiv gespielt wird, kann Tarnstein rausbekommen, hat auch wieder eine sehr, sehr gute Coverage, was in der GPL einfach Trumpf ist und mit der Fähigkeit Ruhe Gewalt werden die meisten Angriffe auch ziemlich guten Schaden drücken, insofern ein sehr, sehr guter Pick. Flampivian, super solide, Meloetta, super solide, Rotom, Gras, Rasenmäher, Mo, wie auch immer man das nennen will, super solide und man sieht, es gibt einen gewissen Volt-Turn-Core, den der gute Barze hier spielen kann, mit Cherox, Flampivian und dem Rotom, so kann man die guten Attacker reinholen, ohne dass man viel zu befürchten muss. Wie gesagt, alles grundsolide. Die Enyu-Picks gefallen mir ebenfalls sehr, sehr gut. Das Kabutops und das Cacturon auf Deutsch. Fällt mir gerade der Name nicht. Noctuska. Können auch ganz gut mit dem Regensynergien den Manaphy aufsetzen könnte, für den Fall, dass es irgendwie eher ein defensives Set ist. Denn mit der Hydration kann es sich dann von Stasis-Moves befreien. Insofern, wie gesagt, überall so ein bisschen Synergie. Das einzige Mon, das ich nicht ganz so gut finde, ist das letzte, der Wasser. Da fällt mir auch wieder der deutsche Name. Mir fällt auch nicht mal der englische Name ein. Soda irgendwas. Keine Ahnung. Er hat schon Manaphy als starkes Wasser-Pokémon. Ich weiß nicht, was der Affe dann großartig machen soll. Natürlich, es hat eine bessere Coverage, aber ich glaube, im NU hätte man doch vielleicht noch irgendwas anderes finden können. Irgendwas Schnelles, Offensives, um das Ganze noch weiter zu komplettieren. Aber der Rest des Teams funktioniert einfach so gut, dass man über dieses kleine Manko noch hinweggucken kann. Wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, Pokebarts wird hier auch sehr, sehr gute Chancen haben, in der GPL einen guten Platz zu ergattern. So, als nächstes haben wir das Team vom lieben Fanmade Let's Play, genannt Cold Launchers, mit dem coolsten Logo, meiner Meinung nach, ist handgezeichnet, deswegen ein großer Pluspunkt an dieser Stelle. Und ja, was soll ich zu dem Team sagen? Ich
haben wir hier irgendwo goldenes Papier? Ich würde gerne eine Krone ausschneiden und das dem lieben Fanmates geben, weil es ist einfach eine traumhafte Komposition. Vielleicht das beste Team der GPA, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da gibt es noch einige andere, die auch ein sehr, sehr gutes Team haben, aber dieses ist auf jeden Fall ganz, ganz weit oben. Die Synergie zwischen den Pokémon ist einfach extrem angenehm und die Taktik, die er mit diesem Team fahren wird, ist ebenfalls sehr, sehr effektiv, meiner Meinung nach im GPA-Meter. Ich habe ja schon gesagt, dass Fiyaro allgemein ein sehr, sehr produktives Pokémon sein wird und der Rest des Teams komplementiert das Ganze einfach. Also, wir haben Fiyaro als absolute Win-Condition, finde ich super solide, wird immer was in dem Spiel machen. Die Sets, die möglich sind, sind ebenfalls sehr variabel und können sich an die Situation anpassen. Man kann es als Stallbreaker spielen, man kann es als Setup-Sweeper spielen mit dem Protzer oder wenn alles abreißt, dann einfach mit dem Wahlband und Brave Bird spammen, bis der Morgen kommt. Keine Ahnung, funktioniert einfach alles sehr, sehr gut. Was Fiyaro nicht mag, sind zum Beispiel Tarnsteine. Tim hat Mega Turtok und Latios mit zwei Pokémon, die Hazards extrem gut kontrollieren können und sicher wegspinnen bzw. defoggen können. Das heißt, das ist schon mal abgesichert. Was mag Fiyaro ebenfalls nicht. Sowas wie Rotom Wash beispielsweise. Dafür hat Tim das Shaman mit, was einfach jederzeit da reinwechseln kann. Es muss einfach nichts befürchten. Das Rotom könnte zwar auf den Voltwechsel gehen und sich so mit Momentum sichern, aber das könnte man vielleicht predikten mit Fiyaro und vorher auf den Ruhrort gehen, wenn man es mit im Set hat und dann hat man quasi wieder dieselbe Situation wie vorher. Insofern, ja, da ist es ein bisschen komplizierter, aber trotzdem ziemlich zum Vorteil für Tim. Shaman wird ebenfalls helfen gegen so Sachen wie Despotar oder allgemein Steintypen, denn Despotar kriegt man sowieso One-Hit-KO'd mit einem Deathlink-Beam bzw. Zauberschein, heißt es auf Deutsch. Also, wie gesagt, sehr, sehr angenehme Synergie. Klavion kann ziemlich sicher Hazards einfach stacken, was Fiyaro auch zugutekommt, denn so wird der Sweep einfach viel, viel einfacher sein. Also, ich könnte hier schon die Teamanalyse abschließen und es wäre einfach gut, weil diese fünf Pokémon schon so grundsolide sind und einfach sehr viel alleine Druck aufbauen, dass man eigentlich gar nicht mehr was hinzufügen muss. Aber kann, denn die anderen Picks finde ich ebenfalls sehr, sehr angenehm. Rabigator, extrem, eigentlich mein Lieblings-Pokémon im Yu-Gi-Oh! Hatte mit Ruhr beste Fähigkeit im ganzen Spiel, kann defensiv gespielt werden, kann offensiv gespielt werden, holt die Tarnsteine raus, drückt ziemlich guten Schaden mit einem Abschlag-Stab und die offensiven Fähigkeiten sind ebenfalls gut, das heißt, der Schaden wird sich immer sehen lassen. Sehr, sehr gutes Pokémon. Ambidiffel hat mich überrascht, aber Ambidiffel finde ich tatsächlich in der GPL ganz gut, weil es einfach, wie gesagt, wieder ein sehr, sehr schnelles Pokémon sein wird und mit einigen Tricks auch ziemlich guten Schaden machen kann. Techniker Mogelhieb ist schon mal ziemlich angenehm und im IU-Meter ist das Pokémon ja so ein bisschen verpönt, da gab es auch schon große Diskussionen, was Ambidiffel überhaupt im IU zu suchen hat, aber in der GPL-Umgebung finde ich es eigentlich ganz angenehm, auf jeden Fall sollte man sich da nicht zu sehr beschweren. Die restlichen Pokémon sind auch angenehme Filler, ich weiß nicht unbedingt, was Magneton so alles reißen soll, beziehungsweise welche Stahltypen es trappen soll, denn ich glaube, gegen Steel-Types wird Tim hier keine großen Probleme haben, das ist das Einzige, was ich nicht ganz so nachvollziehen kann, aber wie gesagt, es ist ja egal. Fiyaro reicht einfach in dieser Komposition. Wenn ich hier irgendwie Geld verwetten sollte auf allen Teilnehmer, würde ich das, glaube ich, wirklich alles auf Tim setzen. So gut gefällt mir das Team. Also wirklich guten Job erledigt hier beim Teambuilding und beim Draften. Mir fällt gerade auf, Heilopfer auf Latias ebenfalls sehr, sehr gut, gerade für so ein Team, für den Fall, dass Fiyaro schon irgendwie groß angekratzt ist und nicht irgendwie noch weiter Brave Bird spammen kann oder Flammenblitz oder sonst irgendwas, die Tarnscheine rauslegen, man die Tarnscheine nicht mehr wegbekommt, so kriegt man Fiyaro dann noch einmal rein und wie gesagt, alles gut. Also je länger ich mir das Team angucke, desto besser gefällt es mir. Also ich habe es genug gelobt, gefällt mir sehr, sehr gut, gut gemacht. So, das nächste Team, Surstars vom Surskit TV. Ich muss sagen, wenn ich Tim schon eine Krone gebe, kann ich Surskit hier ein Diadem geben, dann wird er die Prinzessin der GPL. Ist das, klingt das jetzt blöd? Auf jeden Fall der Kronprinz? Keine Ahnung. Also sein Team gefällt mir ebenfalls extrem gut. Ist vielleicht auf demselben Level wie das von Tim, vielleicht ein bisschen darunter, weil ich da die Synergie einfach cooler finde, aber hier funktioniert auch alles sehr, sehr gut, denn er hat Megaschlappor mit. Ich habe ja schon im ersten Teil des Videos gesagt, Megaschlappor, ein Riesenthread. Es gibt sehr, sehr wenig Counter, es gibt sehr, sehr wenig Checks und einen wichtigen hat er ja schon im Audio-Slot gepickt und zwar ist das Lamus. Was bedeutet, die Gegner können das nicht gegen ihn einsetzen und das macht Megaschlappor noch gefährlicher. Wie gesagt, eine richtig starke Win-Condition. Gilt ebenfalls für Snibuna, bin großer Fan davon. Das Einzige, was beide Pokémon so ein bisschen auffällt, ist tatsächlich das Fiyaro von Tim mit der Prioritäts-Sturzflug-Attacke. Aber dafür hat Surskit ja das Lamus, kann man immer reinwechseln, wird alles gut tanken können und mit der Belebekraft dann auch mit mehr rauskommen, als er dann verloren hat. Wie gesagt, allein der Audio-Slot ist einfach perfekt besetzt.
Expert, muss ich glaube ich nicht viel sagen, ist eins meiner Lieblings-Pokémon und wird auch in der GBL sehr effektiv, glaube ich, gespielt sein, weil es einfach schnell und vielseitig ist. Kann offensiv sein mit dem Sturzburg, also quasi so ein Mini-Fiaro, wenn man so will. Man kann Brave Bird spammen, wenn der Gegner keine große Priorität hat, beziehungsweise wenn man irgendwie nicht Angst haben muss, paralysiert zu werden. Kehrtwende gibt Switch Advantage, man kann so ein bisschen stallen, man kann Hazard Control betreiben mit dem Auflockern. Wie gesagt, sehr, sehr gutes Pokémon in diesem Slot. Skilabra bin ich ebenfalls ein großer Fan von, was einfach der Wallbreaker schlechthin ist im UU-Slot. Metagross bringt die nötigen Resistenzen für das Team und rundet es ziemlich gut ab. Bei RU und NU bin ich ein bisschen unzufrieden, was die Picks angeht. Ich finde Ioptrix ziemlich cool. Die anderen Sachen sind halt so ein bisschen Filler. Er hat geguckt, welche Sachen fehlen ihm, welche Step-Moves fehlen und hat dann irgendwelche Monster reingepickt. Aber das macht ja nichts, weil sein OU und UU-Slot einfach so gut belegt ist. Das heißt, diese 6 Pokémon können einfach immer gespielt werden. Es wird immer effektiv sein, aber halt für Extremfälle kann dann halt irgendwie auf euer Ioptrix oder Sandama oder vielleicht sogar Kapaloris zurückgreifen. Da werden wir mal gucken. Sein Team hat auf jeden Fall extrem großes Potenzial, muss aber clever gespielt werden. Und ja, da werden wir mal gucken, wie er damit umgehen wird. Ich glaube, man merkt, dass ich mich momentan so ein bisschen beeile, denn es ist schon spät in der Nacht. Ich will für Samstag das Video fertig haben und es ist quasi schon Samstagmorgen, wenn man es genau nehmen will. Und ich muss es noch rendern und so weiter, deswegen probiere ich hier gerade so ein bisschen Tempo zu geben. Das nächste Team, Triolotree, finde ich sehr, sehr cool vom lieben Mindtube. Und auch hier gibt es sehr, sehr wenig Sachen, die man negativ angreifen kann, außer dass es kein Kokowai im Team gibt. Ich verstehe die Leute nicht, die sich mit einem Pokémon identifizieren und dann doch keinen Platz finden, es irgendwie ins Team einzubinden. Aber egal, schauen wir uns mal das Team ein bisschen genauer an. Victini, Meisterriff und Megavoltenso. Super gut, allein schon diese drei Pokémon werden extrem viel in den Matches machen können, denn Voltenso und Victini drücken einfach extrem guten Damage, sind super schnell unterwegs, Victini meistens mit Walband oder Walschall. Zusammen bilden die auch noch eine Voltön-Kombo, die extrem angenehm funktioniert. Boden-Pokémon sind da zwar schon ein bisschen problematischer, aber da hat der Mindtube auch einige gute Antworten, wie zum Beispiel Tangolos, das Gliga ist noch da. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön ausbalanciert. Das Meistergriff hat jetzt nicht die größte Synergie mit diesen zwei Pokémon, aber ist allgemein ein ziemlich schöner Pick, um Sachen wie Cesurio, Mega Schlappo oder das Nibuna, wie zum Beispiel das von Surskit, auszuschalten. Und mit dem Adrenalin kann er auch sehr, sehr gut in Status-Moves reinwechseln. Wird zwar Victini und das Mega Voltenso nicht unbedingt stören, aber für den Rest des Teams ist es ganz angenehm, sowas zu haben. Was mir ebenfalls erschreckend gut gefällt, ist das Dartignis, heißt es glaube ich auf Deutsch, vielleicht hinter auf Englisch die Vorstufe von Fiaro. Ist zwar wesentlich schwächer, was die offensiven Fähigkeiten angeht, aber nach einem Schwertanz wird auf jeden Fall die Akrobatik ziemlich wehtun und ich glaube Flying Spam wird dieses Mal in der GP auch ziemlich effektiv sein, weil ich spontan bei den anderen Teams jetzt auch nicht so die besten Switch-ins dafür gesehen habe. Insofern glaube ich schon, dass er hier mit dem, das ich hoffe es heißt Dartignis, ich muss das gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall, mit dem Feuervogel wird er ziemlich viel anfangen können. Und allgemein, wie gesagt, ich finde das Team sehr, sehr angenehm. Sowas wie Skorgler, da bin ich nicht ein großer Fan von Steelix und so weiter und so fort. Pelipper kann man machen, aber vielleicht hätte man da auf andere Optionen zurückgreifen sollen. Aber es ist eigentlich egal, weil der OU-Slot einfach extrem stark ist und der Rest ist einfach so ein bisschen der Supporter dafür. Beziehungsweise Trikefalo finde ich ebenfalls extrem gut. Und Kobalion eigentlich auch. Also insofern, ja, sehr, sehr starke Mons, sehr, sehr gute Offensive. Da muss man gucken, ob die Gegner darauf klarkommen werden. So, als nächstes Team Precani von Present LP. Die OU-Slots finde ich sehr, sehr gut belegt mit Latios, mit Boreos T und mit Panzereron. Bei Panzereron war ich erst so ein bisschen skeptisch. Ich hatte es ja in der letzten GPL-Season auch mit dabei gehabt und es hat meistens einfach nur Hazards rausgelegt und so ein bisschen gestort. Ich hätte da lieber eher ein offensives Mon reingelegt, sowas wie Keldeor vielleicht oder Cesurio würde sich auf jeden Fall sehr, sehr gut anbieten und das Team weiter verstärken. Ihm würde dann auf jeden Fall ein bisschen die sichere Hazard-Control fehlen. Er hat zwar mega Absolut, das muss sich ja erstmal mega entwickeln, um den Magiespiegel zu aktivieren. Und Frigometri ist auch ein bisschen fragil, ist zwar sehr, sehr schnell, das heißt, die Hazards wird er schon irgendwie wegbekommen, aber dann hätte man vielleicht noch das Natara oder das Rasaf ersetzen können mit einem Defog oder Spinner, weil beide Pokémon finde ich nicht besonders wertvoll für das Team. Gerade Natara weiß ich nicht unbedingt, was es groß machen soll. Es kann Statusvekte entfernen mit der Vitalglocke, aber die Frage ist, auf welchen Pokémon das irgendwie Sinn machen soll. Das Absol wird sowieso nicht verbrannt oder toxinisiert mit dem Magiespiegel. Latios und Boreos juckt das
auch nicht besonders voll. Denn beide können sich auch wieder regenerieren und da macht der Wunschraum auch wieder nicht so viel Sinn. Wie gesagt, nach Tara finde ich nicht ganz so wertvoll in dem Team. Da wäre ein besserer Spinner oder Defogger aus dem Yu-Yu-Slot ein bisschen angebrachter gewesen. Was mir aber sehr, sehr gut gefällt, ist das Nidoking. Finde ich halt sehr, sehr gut durch die Coverage. Drückt einfach extrem guten Damage. Kann man Walshar spielen. Und vor allen Dingen, das vergessen ja viele Leute, dass man es auch ziemlich gut physisch spielen kann für einen schönen Überraschungseffekt. Also ein sehr, sehr guter Pick. Absol, habe ich schon was zu Absol gesagt, finde ich ebenfalls sehr, sehr stark. Ist ein potenzieller Sweeper, der am Ende auch noch das Spiel gewinnen kann. Insofern muss man da immer ein bisschen aufpassen, dass man was in der Hintern hat und das Ganze nicht eskaliert. Allgemein ein schönes Team. Ich finde es ein bisschen zu defensiv, beziehungsweise zu sehr in eine Balance-Richtung. Ich finde, das funktioniert in der GPL nicht ganz so gut und die Win-Conditions hier sind nicht unbedingt extrem konsistent, aber ich bin ziemlich sicher, dass Present dieses Team gut spielen wird und somit auch einen guten Platz im Turnier belegen wird. So, als nächstes ist Unborn Zorox dran, das Team vom Razor. Und der OU Core sieht hier nach extrem viel Spaß aus, bestehend aus Stalobor, Hypoterus und einem Mega-Knackrack. Optimale Synergie mit dem Sandsturm. Stalobor wird dann doppelt so schnell. Und Knackrack, ich weiß gar nicht, wie die Fähigkeit heißt, da werden auf jeden Fall die offensiven Moves ein bisschen hochgepumpt. Sieht man nicht ganz so oft, also Mega-Knackrack ist relativ selten gesehen, aber ich finde es trotzdem super effektiv, kann einfach extrem guten Damage drücken. Verliert bei der Mega-Entwicklung leider ein bisschen an Initiative und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso Mega-Knackrack nie wirklich so beliebt geworden ist. Ich glaube, kommt es auf 93 Initiative Base? Ich weiß nicht, auf jeden Fall wird es um einiges langsamer und landet dadurch irgendwie in einem unangenehmen Speed hier, aber ich glaube, in der GPL ist es okay. Das Ding soll ja einfach nur Walls breaken und viel offensive Gewalt mitbringen, im Sandsturm sowieso. Insofern finde ich diesen Core halt extrem gut. Ist zwar super offensichtlich, was er damit vorhat und viel rumgetrickst wird da nicht wirklich möglich sein, aber trotzdem glaube ich, dass man damit ziemlich gut Druck aufbauen kann. Vor allem, ich habe schon gesehen, bei einigen Teams wird das Stalobor im Sandsturm einfach extrem guten Druck aufbauen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Timo das manchmal mit dem Maltbreaker, wieso fällt mir nicht ein, wie es auf Deutsch heißt, mit der Überbrückung spielen, weil viele Pokémon tatsächlich die Schwebefähigkeit haben und da ist es immer ganz praktisch, ohne Bedenken auf das Erdbeben klicken zu können. Straightforward geht es bei Timo auch weiter mit Entei, das wahrscheinlich am wenigsten variable Pokémon in der GPL, beziehungsweise so extrem ist es nicht. Man kann es halt mit Offensivfeste spielen und ein bisschen mit den Stats rumspielen, aber der Movepool ist halt super begrenzt. Trotzdem halte ich Entei für ein extrem gutes Pokémon in der GPL, einfach weil man im Grunde kann man da nichts wirklich gut reinwechseln. Das Ding klickt einfach auf Läuterfeuer mit dem Walbahn-Set und was macht man da? Man kann à la Marmola reinwechseln, aber das hat Timo auch schon gepackt. Insofern ziemlich clever gemacht. Entei gefällt mir sehr, sehr gut, aber das macht das Team auch sehr schwach gegenüber Wasser-Pokémon. Timo hat zwar à la Marmola, was da schon sehr hilft, aber gegen Manaphy zum Beispiel wird das auch nicht wirklich viel machen. Es wird den Energieball nicht wirklich gut wegstecken können und im Grunde wird es dann auch nur ein Setup-Fodder für den Schweifgans sein. Das Toxicroak kann zwar Wasserattacken abfangen, aber es ist halt relativ fragil. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn der Gegner predicted und auf eine andere Attacke geht, könnte das schon wieder zu viel Schaden sein und dann hat man schnell ein wichtiges Pokémon schon verloren, das eigentlich auch ziemlich guten Schaden drücken kann. Hooper im Yu-Slot. Ich bin nicht unbedingt sicher, was ich davon halten soll. Ich finde Hooper allgemein nicht ganz so gut. Es ist halt super langsam und sein Team, der Rest des Teams ist super offensiv, eigentlich auch ziemlich schnell mit Knackrack, mit Stalobor. Entei ist auch gar nicht mal so langsam und dazwischen ist halt Hooper und ich weiß halt nicht, wann Hooper reinkommen soll und was es machen soll. Er könnte halt ein bisschen hin und her tricksen mit dem Trick Room, aber eigentlich hat er auch keine Pokémon, die den Trick Room gut benutzen können, beziehungsweise, wie heißt Trick Room auf Deutsch? Bizarro-Raum, mit dem Bizarro-Raum. Insofern, das Pokémon verstehe ich nicht hundertprozentig, aber ich bin auch sicher, dass man auch damit ein bisschen was reißen kann, indem man ein paar Walls breakt, denn die offensiven Kräfte sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was mir ebenfalls sehr, sehr gut gefällt, ist, dass Vashaquil, heißt es glaube ich, der Vogel, ist absolut unterschätzt, finde ich. Ich habe es halt im Yu-Yu ein bisschen probiert mit dem Protzer-Set und ich glaube, viele Leute können das Pokémon nicht wirklich gut einschätzen und haben auch keine Ahnung, dass es ein potenzieller Setupper sein kann und das kann man ziemlich gut ausnutzen und auch richtig, richtig guten Schaden drücken, denn mit 123 in einem Base-Angriff ist das Ding eigentlich von Natur aus ziemlich stark und wenn man da so ein bisschen durch den Move-Pool schaut, gibt es da auch interessante Optionen. Es könnte theoretisch auch den Rückenwind auslegen und den Rest des Teams supporten, das darf man auch nicht vergessen, dass das eine potenziell gute Taktik sein kann. Dann ist Timo auch nicht so sehr abhängig von dem Sandsturm, was Stalobor angeht. Und das würde auch sehr stark dem Knackrack, dem Mega-Knackrack helfen. Insofern, ja, ein sehr, sehr interessantes Pokémon. Finde ich sehr, sehr gut und hoffe, dass es auch zum Einsatz kommen wird. Amaldo finde ich nicht ganz so praktisch. Ich weiß nicht unbedingt, was ein Team machen soll. Wahrscheinlich ein bisschen Hazard Control betreiben, was Timo bisher
relativ stark fehlt. Also Stahlebo natürlich, aber dann verschwendet man einfach Potenzial, wenn man da wirklich auf den Turbo reagiert. Aber ich glaube, Enyu hätte besseres Hazard Control bieten können. Keifel finde ich sehr gut, ist einfach ein sehr defensives Mammutl und Mammutl ist einfach sehr, sehr stark, was das offensive Typing angeht. Und Pantimos, ich habe gehört, dass Timo momentan irgendwie in Pantimos verschossen ist. Ich weiß nicht, was die Hintergrundgeschichte davon ist, aber ich persönlich finde Pantimos auch so ein bisschen underrated. Es ist halt offensiv ziemlich gut aufgestellt, es ist schnell, es ist auf der spezialdefensiven Seite ziemlich gut dabei und es ist eine Fee. Das darf man nicht vergessen, Pantimos ist in der 6. Generation zu einer Fee geworden und der Feentypus ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Ist zwar nebenher auch noch ein Psycho-Pokémon, was wiederum nicht ganz so gut ist, aber trotzdem, ich finde Pantimos sehr, sehr schön an dieser Stelle und ich bin ziemlich sicher, dass Timo das Ding auch das ein oder andere Mal mitnehmen wird. Allgemein muss man sagen, dass hier relativ wenig Slots verschwendet worden sind. Ich kann mir alles irgendwie in einem potenziellen Team vorstellen und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und wie gesagt, das Team sieht einfach nach sehr viel Spaß aus und ich freue mich auf die Kämpfe mit Razor. Als nächstes schauen wir uns das Team vom lieben Raikanian, genannt Possum. Sehr, sehr cooler Name. Sehr, sehr schönes Team, muss ich sagen, mit Mega Altaria. Mega Altaria ist wieder so ein Pokémon, das kann theoretisch allein gewinnen, wenn der Gegner es zulässt. Denn nach einem Drachentanz kann das Ding mit Rückkehr einfach extrem guten Schaden drücken. Hat dazu auch eine relativ angenehme Variabilität, was die Sets angeht. Man kann es defensiv spielen, man kann es komplett offensiv spielen, man kann es speziell spielen, man kann es physisch spielen. Das heißt, der Gegner muss da erstmal vorher etwas scouten, um richtig reagieren zu können. Deswegen Altaria, ein sehr, sehr schönes Pokémon, gerade für die GPL. Und diese hohe Variabilität der Pokémon zieht sich auch durch die restlichen Picks ziemlich konstant durch. Giratri bin ich ziemlich großer Fan von. Man kann es defensiv spielen, man kann es komplett offensiv spielen, wenn alle Stricke reißen, einfach Warschau geben und den Gegner zu Tode flinchen. Mit Raikou haben wir endlich mal wieder einen Teilnehmer, der sein Signature aus dem Logo auch in sein Team reinbaut. Deswegen ist das schon mal ein ganz großer Pluspunkt. Raikou finde ich ohnehin ziemlich angenehm in diesem Turnier, weil es einfach ein sehr schönes Speedyard mit 115 in der Base-Initiative mit dem Delegato. Und mit dem Gedankengut kann es dann auch ein potenzieller Setup-Sweeper sein. Insofern kann man das ziemlich gut in seine Taktik reinimplementieren. Bei dem Yui Pixar Geo hier eine schöne Firewater-Grass-Kombination. Arcani und Roserade kann man ja sogar ziemlich effektiv defensiv spielen. Also Arcani physisch defensiv und Roserade spezialdefensiv. Bin ich ein ziemlich großer Fan von. Da sieht man die große Variabilität in seinen Picks. Der große negative Punkt, den ich hier ankreiden muss, ist, dass Geo hier nur eine Form von Hazard Control hat, und zwar Kikli. Und ich finde, das ist viel zu wenig. Altaria wird hart von Steinen getroffen, Arcani wird hart von Steinen getroffen und Kikli ist mit 87 Punkten in der Initiative auch nicht das schnellste Pokémon. Insofern muss man da gucken, dass man irgendwie Steine frühzeitig wegbekommt und das könnte mit diesem Team ein bisschen schwer sein. Vielleicht dann für die Rückrunde da ein bisschen was adjustieren, dann sollte es aber auch gut funktionieren. Ich finde das Team ziemlich schön ausgeglichen und bin sicher, dass man damit auch Erfolg haben kann. So, kommen wir nun zu den Tryhard Dragons. Sehr, sehr cooler Name, aber leider kein High Dragon im Team. Das hat schon ein bisschen Punkte verloren bei mir persönlich auf meiner Punktetabelle, die absolut nichts mit irgendwas zu tun hat. Und zwar ist das Ganze von Lucario LP. Absolut grundsolides Team, hat für alle Situationen irgendwas parat. Die Typensynergie ist überall gegeben. Das heißt, man kann nicht wirklich gut auf Schwächen zugreifen, ohne dass es auch einen guten Switchen dafür gibt. Mit mega geiler Gladi und Cesorio hat er auch ziemlich gute Win Conditions, die im Late Game schön mal durchsweepen können. Heatran hilft da so ein bisschen gegen die offensiven Feen. Cesorio verliert zwar nicht im 1:1 gegen sowas wie Pixie, aber für den Fall, dass man zum Beispiel die Anti-Steelberry spielt, was ja schon in der NPL, glaube ich, passiert ist, dann kann das schon ein bisschen bitter sein und da ist Heatran auf jeden Fall das bessere Matchup. Was mir ebenfalls sehr, sehr gut gefällt, ist das Kravumps im Ayu-Slot. Ein sehr effektiver Warbreaker und hilft auf jeden Fall, dass mega geiler Gladi und Cesorio im Late-Game einfacher sweepen können und der Rest der Picks ist einfach grundsolide. Da kann man, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Sind alles relativ bekannte Pokémon. Das Einzige, was mir ein bisschen aufgefallen ist, dass wenn er die Tarnsteine wegfingen will, er meistens immer 25% Schaden kassieren muss, denn alle Defogger, die er hat, haben auch eine Tarnsteinschwäche, aber das kann man, glaube ich, schon verkraften. So, und das Beste kommt zum Schluss. Petalburg, Panchamps, das Team von Octopower ist vielleicht das Beste, das hier gedraftet worden ist. Das mag ein bisschen seltsam klingen, weil ich ja gerade das Team von Tim extrem gelobt habe, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Schauen wir uns mal an, was der liebe Octopower hier alles mitgenommen hat und im Grunde müssen wir uns auch nur den OU-Slot angucken, denn da hat man einfach extrem viel effektive, offensive Kraft. Und zwar hat er mit ein Mega-Metagross, ein Voltolos und ein Hooper unbound, ungebunden auf Deutsch. Und
Und allein diese drei Pokémon werden einen Großteil der GPL zerstören. Das ist einfach geballte, brutale Kraft. Es wird kein Switching geben. Die Coverage der Pokémon ist einfach extrem gut. Von Voltolos jetzt nicht überragend, aber das hilft vor allen Dingen den beiden anderen Pokémon mit der Donnerwelle, mit der Prioritäts-Donnerwelle, in der schnelle Pokémon langsamer macht, und dann hat Metagross und Hooper einfach nichts mehr zu befürchten. Gerade Hooper ist ja so ein bisschen langsamer mit einer 80er Base, und wenn der Gegner paralysiert ist, beziehungsweise die großen Threats paralysiert sind, dann kann das Ding einfach anfangen, alles zu zerstören. Insofern, wie gesagt, diese drei Pokémon unglaublich stark in der Kombination, und da hört es ja nicht mal auf. Panferno ist wieder so ein Pokémon, das ich in der GPL sehr, sehr gut finde, weil es unfassbar variabel ist. Die Base-Stats sind sehr, sehr gut. Man kann es Mix spielen, man kann es spezialoffensiv spielen, physisch offensiv, Suicide Lead mit Tarnstein. Also wie gesagt, die Optionen sind einfach extrem groß. Und normalerweise würde ich sagen, dass ich sowas wie Aquana nicht wirklich gut finde, weil es einfach nur defensiv ist. Es ist ein Cleric, es wird immer gleich gespielt. Aber hier finde ich es ziemlich gut für den Fall, dass Metagross oder Hooper verbrannt werden oder paralysiert, ist es ganz gut, auf die Vitalglocke zurückgreifen zu können. Und für den Fall, dass er sich dazu entscheidet, die Staffette zu spielen, ist es auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, angeschlagen Pokémon wieder komplett fit zu bekommen. Wie gesagt, in diesem Team finde ich Aquana einfach perfekt gewählt. Im IU hat er sich dann ein Hazards Control Squad sozusagen gebildet mit Togetic und ein Hitmontop auf Deutsch Capoeira. Heißt es Capoeira? So wie der Tanz? Naja, geil. Finde ich beides sehr, sehr gut. Hitmontop ist ziemlich praktisch, weil es die beste Fähigkeit im ganzen Spiel hat, nämlich den Bedroher, und kann dazu auch noch okayen Schaden drücken mit dem Nahkampf. Step-Nahkampf ist halt immer sehr, sehr praktisch. Aus dem NU-Slot hat er sich auch zwei meiner Lieblings-NU-Pokémon mitgenommen, und zwar Rizeros und Tobutz. Tobutz finde ich besonders praktisch, weil es einfach sehr, sehr viel für das Team bieten kann. Es kann Tarnsteine rausholen, es kann offensiv gespielt werden, und es kann vor allen Dingen das Heilopfer, für den Fall, dass alles schief geht, irgendein Pokémon beim Gegner ist zu sehr eskaliert, dass Mega Metagross ist bei 1 KP vergiftet, verbrannt, paralysiert, hat den Megaschein verloren. Alles vorbei, der Panzer ist quasi schon weggeflogen, dann Heilopfer drauf, zack, ist es wieder da und gewinnt einen noch das Spiel. Also hier wurde wirklich an alles gedacht, perfekt gedraftet, finde ich sehr, sehr stark vom Octopower hier gemacht. Insofern allergrößter Respekt an dieser Stelle. Ich bin auch hundertprozentig sicher, dass mindestens Platz 3 hier drin ist. Und ich sage extra nur Platz 3, weil für mich haben sich auch drei Teams hier extrem gut herauskristallisiert und gezeigt, dass sie das GPA-Meter verstanden haben und den Draft-Pick verstanden haben. Und zwar ist das Team von Octopower, hatten wir ja gerade, das von Surskit und das von Fanmade Let's Play. Vom Globalen her würde ich sagen, dass Octopower das stärkste Team hat, aber gleichzeitig Fanmade Let's Play und Surskit hier gute Matchups abgreifen können. Natürlich abhängig davon, ob sie beim Teambuilding auf alle Eventualitäten achten und ob sie das dann auch sauber runterspielen und nicht irgendwie zwischendurch tilten und Spielefehler machen. Und ja, das war sozusagen meine Meinung zu den Draft-Picks für die GPL Season 3. Hat wesentlich länger gedauert, als ich mir das vorgenommen habe. Ich bin auch ultra müde. Es ist 3 Uhr nachts am Samstag. Ich muss das Video morgen irgendwie früh rendern und so weiter und so fort. Aber um das Ganze nochmal abzuschließen, mein Favorit für die Draft-Pick-Phase ist momentan Fanmade Let's Play, kurz gefolgt. Eigentlich gibt es da gar keinen Abstand. Die drei hocken einfach aufeinander, sind Surskit TV und natürlich der liebe Octopower. Ich glaube, viele Leute denken, dass Octopower mit das beste Team hat, was auf jeden Fall stimmt. Ich glaube aber, dass wenn Tim das richtig gut runterspielt, er auf jeden Fall die Chance auf den Platz 1 hat. Ich werde ihnen auf jeden Fall die Daumen drücken, beziehungsweise ich werde jeden Teilnehmer die Daumen drücken, und auch wenn ich einige Leute ein bisschen weniger positiv hier erwähnt habe, glaube ich doch, dass jeder die Chance hier hat, positiv rauszukommen, denn es ist Pokémon, es kann alles passieren, gerade in der GPL können die verrücktesten Sachen passieren. Denkt daran, Bären einzusetzen, das würde quasi jedes Matchup schon ein bisschen verändern können. Ich bin auch richtig gehypt momentan, ich finde es auch total toll, was Present, Razor, Octopower alles designtechnisch so vorbereitet haben. Das ist ja schon fast ein Benchmark, was man als Poketuber so alles erreichen muss. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird. Und ich werde die GPL auch verfolgen. Als Zuschauer, nicht als Teilnehmer. Vielleicht in der Season 4, wenn ich dann noch eingeladen bin und ich ein bisschen mehr Zeit habe. Wir schauen einfach mal. So, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass ihr fast eine ganze Stunde mir beim Sabbeln zugehört habt. Ich wünsche euch den größten Spaß beim Verfolgen der GPL. Wir sehen uns. Macht's gut und bye bye.